Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. Well, viewers, another robbery has occurred on our roads. This time, the victim was one of the sponsors of our show, Super Supper. Bizarrely, I'm told the robbers used a pig to collect their funds. Speaking of Super Supper, have you tried their latest delicious burger? Your stomach will thank you for it. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. As we approach Election Day, more and more protests are occurring in our fine country. Vote Tyrak and put the brigades in jail. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonia Hotline. Ja, Bruh, ne? Also, das mit Tyrak und den Wahlen. Ja, ja, ja. Die haben alle nur zwei Energie. Trampen, trampen, trampen. Sie hat das meiste Geld. Nehmen wir ihn hier nochmal. Ach Mensch, warte mal. Ich bin immer dumm. Ich gucke immer nur auf das Geld, auf die Ausdauer und allgemein so. Der ist ja viel, viel näher an der Grenze dran. Ich Idiot, wir könnten natürlich, wenn wir jetzt länger von der Grenze weg wären, könnten wir natürlich auch mehr, noch mehr Charakterdings machen, vielleicht. Das war jetzt ein bisschen blöd. Naja. You're the inspiration. Aunt Sonia doesn't like herself very much either. I'm gonna let you in on a little secret. Something no one else knows. Something bad happened once. Really bad. 10 years ago, a young girl died during one of my broadcasts. There was an explosion, and she was under the mountain peak. I tried to save her as the rocks came down. I did, but by the time I got there, well, it was too late. Thanks. But enough of all that. That's enough crying for one day. Let's take this party to the next level. You're right. This music does suck. Adam, you're the worst DJ. Thank you, Sonia. Pickle, you're up. Use that normal size remote there and find me a new song. Da wollen wir mal gucken. Just let it take you away!
Alter, was hat die nur für Krüppelarme? What the fuck? Was ist das jetzt? Was war... Was? Was zur Hölle war in dem Drink oder in dem Müsli-Riegel? Okay. Ah, Mist, zu früh. Junge. Junge! Was mache ich hier, Alter? Aber sieht cool aus. Jo. Oh no. The darkness. It's coming. Help me, Sonia. I tried. I really tried. I'm sorry. I'm so sorry. Luna. I'm coming for you, Sonia. Who the hell is that guy? Oh, Junge. Oh, no! Oh. Ich weiß noch nicht, warum ich das mal anklicke, aber... Alter, was geht denn hier ab, ey? Das muss ein guter Trip gewesen sein. Junge. Wow. Juhu! Ah, sehr schön. Erstmal eine Kassette nehmen. Don't worry. Aunt Sonia just had to get the poison out. All better now. By the way, maybe you have some questions about being on the road? You can ask me. I'm like an open book. Yeah, I know the brigades are behind it somehow. Please, she will do no such thing. Wait, what was I talking about before all this? Me? No, I didn't. What girl? I'm sorry, but you're gonna have to get out of my limo now. Fine. But not a word before I drop you off. Quiet. Jetzt ist sie wieder schnippisch, ey. Oh. Ich sag mal, auf der einen Seite ist es natürlich cool, wenn man jetzt vielleicht sich rausschmeißen lässt, dann hat man vielleicht irgendwo nochmal eine Stelle, wo man irgendwie auf Alex oder Stan und Mitch oder so trifft. Aber ich sag mal so, es ist auch so, mich interessiert jetzt vor allem, wie es ausgeht, ja. Wir wissen ja zum Großteil schon über jeden Charakter schon so ein bisschen, oder das meiste, sage ich mal, ne, und jetzt einen Charakter auf 100% zu bringen, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so großartig was am Spiel am Ende ausmacht. Natürlich wissen, was macht. Und ich glaube, das hat in gewissen Dialogen natürlich auch Vorteile. Aber naja,
Mich interessiert schon, wie es ausgeht, sagen wir es mal so. August. Es ist nicht mehr lang hin. Dann kommt dieses wunderschöne Wahlkampfding und es regnet. Wonderful einfach. Suspicious Minds, Alter. Ein Motel. Okay. Das Auto können wir wahrscheinlich wieder klauen. Erstmal, damit das klar ist, wir wollen erstmal hier Statement setzen. Das hier. Da. 96112. Haben wir eine Telefonzelle hier? Ja. 96112. Warte. Vielleicht krieg ich Kohle. This is the Sonya Hotline. Please note, any false information will result in criminal prosecution. Schade. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier... Wie viel Dollar? Ja, steht nicht da. 10.000 wahrscheinlich. Naja. So, schön im Regen rumwatscheln. Ist doch einfach schön. Oh ja. Im Müll durchsuchen. Das ist einfach meine Passion, Alter. Das mache ich liebend gerne. Nichts drin, leider. Nun ja, gibt es auch nicht jeden Tag. Da gucken wir gleich. Hier ist ein Polizist. Wahrscheinlich ist es sie, wetten. Elo. Oh nein. Ernsthaft. Um was wetten wir, dass Jared hier wohnt? Um was wetten wir, dass die Polizistin hier ist? Ja. Naja, eigentlich ist doch eigentlich ist das nicht das Bike von Stan und Mitch, aber dann ist ja nur einer hier. Schwierig ist das. Out of order ist natürlich wieder super. Ach, öffentliche Klos. Mensch, was willst du mehr? Aber das finde ich gut. Da kannst du einfach mal so dahin und kannst einfach fett einen Absagen gehen. Ist doch einfach... Wunderbar. Ich will aber nochmal gucken, ob hier irgendwas ist, bevor wir da jetzt reingehen. Kann ja nicht schaden. Da kann ich nicht hin. Da ist ein Leuchtfeuer. Safe ist Jared hier. Und die Polizistin. Aber naja, wir gucken mal. Hello. Ich habe dich doch schon mal gesehen. Can I help you? Can I help you? Oh no. She's back. Just act cool, okay? Sorry to interrupt. Ah, sie. Mind if I have a word with you, kid? I'll explain everything in my room. Okay, gut. How is it looking, Fanny? Almost ready. I'm on the trail of the brigade transmitter. Heard about it? I believe the person moving it frequents this motel. In fact, I think he or she was here last Sunday. I do, yeah. The guests here don't talk to cops. Truth is, I think some of them are brigades. Then, at the very least, they're aiding and abetting terrorists. To be transparent with you, the brigades tried to kill me not long ago, and I'd really like to bust up their comms. Look. There's a little money in it for you if you help me. I know you could use it. Now, come on. Everything you need is on the wall. Take it. Was ich nicht verstehe, wenn sie doch in hier in John verknallt ist, ja, und Alex ist ihr Sohn, ja, und sie in die Typen verknallt ist, ja, er hat schon gesagt, sie ist bei der Polizei und sie ist erst bei den Brigaden. Warum, ich würde übrigens mal die Jalousie mal runter machen, Mädel, warum zur Hölle kann sie nicht einfach ein bisschen korrupt sein?
Ich möchte mich erstmal umgucken. I'm sorry. Alter. Ich weiß nicht, ob das Sakrotan und ein Scheuerschwamm noch hilft. So. Das ist physikalisch total unrealistisch. Ah, ja, okay. Aber das Klo sieht wenigstens gut aus. Außer eine Kloschüssel würde mir da fehlen. Eine Brille, Klobrille, so. Dann sitzt du ja im Klo. Okay. Hier ist, wie es funktioniert. Wir haben fast den Perp identifiziert. Aber wir müssen sicher sein. Talk to the guests and scribble out the ones that don't match. Come back when you've narrowed them down. Got it? Got any more questions before we begin? Anything at all? It should have never happened. That's what I think. Da unten links, das ist doch John. Ist das ihr Ernst? I hate to see someone die for any reason. Okay, let's get going. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist sie jetzt für ihn oder gegen ihn? Warte mal. Also. Okay, Jared ist hier nicht drauf. Warum auch? Der gehört ja nicht dazu. Aber hier. Das ist. Ich finde, das ist irgendwie. Dieser Raum wird derzeit renoviert. Ja, scheiß drauf. Kann sich die Polizisten überlegen, er gibt so und so was oder. Oh! Ja, den Autoschlüssel nehme ich gerne. Da ist ein Dings drin. Die kann ich nicht nehmen. Plakat für das Jugend. Ja, okay, schön. Mehr ist hier nicht. Das war's. Naja. Dann ist das so. Gut. Im 007 ist bestimmt James Bond drin. Ach so, das war ihr Zimmer. Elo. Ach so, da steht auch nicht stören. Naja. 005. Short hair, large hands, strong hands. You don't have his number, do you? Ach Quatsch. I'll be here tomorrow to find that number. Das war dumm. Ich hätte die wegstreichen müssen, die nicht in Frage kommen. Na. Egal. Ich will sowieso nicht, dass sie den kriegt. Mal ganz abgesehen davon. Ja, just a sec. Took your sweet time. Hey, where's my salad? I was. Oh yeah. I tried avoiding him. He frightened me. He was the same age as me. And I don't consider myself old. You don't think I'm old, do you? The key is salad. Lots and lots of salad. Was? Ach so, wir können das noch ändern. Ich glaube, das ist wirklich. Ja, ist doch eigentlich schon klar, wohin das läuft. Okay. 35, 362. Warte mal. Der Regen sieht schön aus. 35, 362.
Dachte ich mir schon. Na schön. Hier sieht es auch richtig gut aus auf jeden Fall. He wasn't the kind for chit-chat. Paul had a squarish face, real macho. Know what I mean? There. Does that help? Quatsch. Wir, ganz ehrlich, wir wissen doch schon, auf was das hinausläuft. Mensch. Na klar doch. Dann gehen wir nach oben. Fragen wir erstmal den Typen da. I know everyone around here, but I don't know you. I'm here every day. This palace is my home. Big guy, had a beard too, but I didn't talk to him. Does that help you? Ja, komm. Ganz ehrlich. Das war doch klar. Das war doch klar. Was will das Spiel sonst von mir? Wer bist du denn? Hey, I know what you're doing. Are you sure you want to do this? Maybe you shouldn't get involved. These people aren't as bad as they say. The person you're looking for, I know him. He's a good man. Don't do this, please. Alter your results. She'll never know. Auf der einen Seite sage ich mal so. Sie weiß es doch. Sie weiß es doch. Und andererseits... Wenn ich jetzt die Ergebnisse durchstreiche, dann... Sie wird es so oder so später erfahren. Es ist einfach so. Und in dem Fall... Ich glaube nicht, dass das wirklich was bringt. Ich behalte es so. Ich glaube, es würde nichts bringen. Sie würde es früher oder später irgendwie herausfinden. Ich bin mir ziemlich sicher. What do you mean what will happen? Prison. This person plays an important role in a terrorist organization. We don't take that lightly. You there, Mom? Hold on. I gotta take this. Mom, I just sold the game I made. That's wonderful, baby. You're still being careful out there, right? Don't start, please. Sorry. So, how is your research going? My search? Oh, really well. Yeah, I'm finding out a lot about my bio parents. They were, really impressive people. Smart, Lauf! Kind. I think of a lot like them. Oh, well, I'm glad to hear it. You are smart and kind. Boah, das war knapp. Look, I gotta go. I'll call you soon, okay? Take care of yourself, honey. I will. Bye. Bye. What was all that racket? People ever get any R&R in places like this is beyond me. Well, thanks for your help, but I gotta clean up here. Geld? Say, have I seen you someplace before? Anyway, take this. It's not a lot, but you deserve it. For your help. Naja, immerhin. Take care of yourself, okay? The roads can be mean.
Nein, wirklich? So, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, we are gonna verpieseln uns into the, ne, und so. What we need. Schlafen. Spielen. Ja, gut schlafen. Hell yes we are, kid. And we need all the help we can get on September 9th. Did you tell the cop? Ich bin arschig. Fine. Just don't say anything. Das war jetzt arschig, aber ganz ehrlich. Also, das war jetzt wirklich arschig, ja. Das gebe ich ehrlicherweise zu. Aber, oh, das sieht aber cool aus. Die Belichtung sieht ja richtig cool aus. Sehr nice. Wow. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Gut, ich würde sagen, wir nehmen das Auto. Let's go. Auf zum fröhlichen Finale. Es sei denn, wir stoppen nochmal irgendwo. Was ich nicht ganz glaube, aber... Ja, doch, könnte sein. Doch, wir stoppen nochmal irgendwo, war ja klar. So. The Wild Boys. Na, wer jetzt wohl kommt. Ja, war klar. Get in, Mitch. With pleasure. With pleasure. You drive. Don't look at us. Watch it. Just do what we say. And you won't get hurt. Shut up and step on the gas. Okay, ich wollte sowieso zur Grenze. Our motto not starting outside the laundromat after we rob it, humiliate it. You think I don't know that, Stan? It's your fault, you know. My fault? Oh, that's rich, Mitch. Hm. Naja. You know what, Mitch? Maybe you should find another Robin partner. Well, maybe I should. Like this kid. Fine. Take the kid. He's clearly a criminal anyway. Hm, danke. Hold on, hold on. Before we end the best Robin duo ever, let's take a deep breath. Yeah. We shouldn't rush into this. This is big. I know. Let's put the radio on. It'll help us forget about the laundromat. Good idea. A laundromat robbery happened about an hour ago. Ah, jeez. Witnesses say the two robbers, both dressed like they were into S&M role-playing, argued the entire time. Though the suspect only made off with $72 in quarters, they are said to be armed and very dangerous. If you see them, please call the police immediately. We're laughing stocks. And Sonya reporting it no less. Oh, jeez. Huh. Well, I guess that's it. Stan and Mitch are breaking up. Go on and partner up with the kid. Yeah, I guess that's it. Wow. Only one thing left to do. To be sure this is the right move and all. Give the kid Mitch's ultimate bank robin quiz. Yeah. And soft. Well, you don't have a choice. Sorry. Oh god. Here's how it works. Get enough questions right, you and Mitch become robin partners. But don't, then Mitch and I have to I don't want to spell it out. Oh, super. Question number one. Of the following, what is the best location to rob? The clock is, ticking.
Yeah, that's the right answer. Though jealous, I will admit, I am very impressed. Junge, dieses Licht. Question number two. When is the best time to rob? Früher morgen, wenn es dunkel ist. Wrong. That's when the Sonya show is on. That's strike one. Geld! Question three. Junge, was? What is the best getaway vehicle? Natürlich Motorrad. You would think, but no. Yeah, sometimes they break down in front of laundromats. Hmm. Strike two. This is your last chance. Question four. The final question. Oh, super. What is the best thing to do with your money at your hideout? Ein tiefen Loch vergraben, es in die Wände verstecken, damit auf dem Bett herumhüpfen. Das, natürlich. Is this your final answer? Yes, that is the best thing to do. We need to not explain why, for obvious reasons. Ich bin gut. Ich weiß, dass die beiden ein bisschen hohl sind, also. You and the kid are gonna partner up now, eh? Stan, hold on. Yes, Mitch? Though the kid and I's Robin compatibility is through the roof. No doubt. I cannot imagine Robin with anyone but you. Nor I, Mitch. Nor I. Remember the Super Supper? What a robbery that was. I'm glad we kept the pig as a souvenir. Come on, let's keep the car. And ditch the kid. Sounds good to me, Mitch. You hear something, Mitch? I did not, Stan. Na klar, danke schön. Die beiden sind lustig, aber haben auch einen kleinen Knall, ne? So. Aber wir sind kurz vor der Grenze. Das ist gut. Damit kann ich leben. Das ist okay. Stan und Mitch 100%. Geil. Dann haben wir Zoe und Stan und Mitch auf 100%. Das finde ich gut. Ich hätte noch gerne Sonja und Fanny auf 100%. Aber naja. However, ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Road 96 und sehen dann mal, wie es wahrscheinlich jetzt im Finale ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Haut rein.